Dynamo TV wird präsentiert von Feldschlösschen. Ja, es war Schwerpunkt unterhalb der Woche, dieses Gegnerpressing einzustudieren, den Gegner im Prinzip nicht spielen zu lassen, weil sie doch schon auch dann gefährlich vors Tor kommen können. Ich denke, die Mannschaft hat es hervorragend umgesetzt, als gesamte Mannschaft, aber von der Offensivleistung 1A, ja, relativ früh den Gegner unter Druck gesetzt, den zu Fehlern gezwungen, zu den Chancen gekommen. Ich denke, wir hätten sogar noch viele, viele Möglichkeiten gehabt, wenn wir den Pass besser spielen, um dann uns noch klarer im Spielverlauf zu erarbeiten. Aber in der Summe, auch selbst in der Phase zweiter Halbzeit, wo wir dann gezwungen waren, eine Weile nur zu verteidigen, wo wir nicht so rausgekommen sind, hat halt auch jeder mitgemacht und das war einfach vorbildlich. Ja, wie man gesehen hat, wir haben uns in jeden Ball reingehauen, haben gut nach vorne gepresst. Wir haben bis zur letzten Minute gekämpft. Ja, ich denke mal, verdient gewonnen, auch wenn sie ein paar Chancen hatten, aber alle Chancen kann man ja nicht verhindern. Wir haben das lange gewartet und wir freuen uns sehr, 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 sehr viel. Also wir sind auch sehr stolz, dieses Publikum hat dieses Jahr wieder hier in München mit vielen Leuten gefahren und sie sind unglaublich. Ja, das ist sehr gut für uns hier zu spielen, mit diesen 8.000, 9.000 oder ich weiß nicht wie viel, aber das war verrückt und wir haben auch gut gespielt, gut gekämpft und ja, wir freuen uns sehr auf diesen Auswärtssieg, aber auch mehr auf diese drei Punkte. Wir brauchen einfach Punkte und heute fahren wir mit diesen drei Punkten zurück und wir sind sehr, sehr glücklich. Ja, alles perfekt, das ist super. Aber heute wichtig, drei Punkte. Ich denke, wir sind besser. Und für mich, ja, ich habe mehr Vertrauen. So, ich denke, das Stadion ist sehr gut für mich. Ja. Aber okay, ich hoffe, continue. So, ja, so, das ist gut. Ja, der lange Ball kommt da irgendwie, der wird verlängert. Ich sehe, dass ich den halben Schritt davor bin. Ich glaube, er trifft mich erst ein Stück unten am Bein und dann hält er mich noch am Arm fest. Und dann habe ich es mal dankend angenommen. Tja, das war ein bisschen verrückter Anfang des Spiels. Also 10 Minuten, 3 Tore, denke ich. Und Herr Mika hat sofort, das war auch unser Plan. Nicht warten, sondern hoch pressen und das haben wir nicht so schlecht gemacht und in einer Konte haben wir diese Schnelligkeit von Mika gut benutzt und er hat das super gemacht alleine und das war super für unser Selbstvertrauen früh zu Tor zu schießen und danach haben wir sofort danach ein Gegentor, aber haben wir trotzdem gut reagiert und das zeigt viel für unsere Gemeinschaft und unsere Mannschaft. Ja, sowas ist natürlich sehr hilfreich, wenn man auswärts so zeitig in Führung geht. Gut, du kriegst dann gleich das 1-1, aber machst im Gegenzug das zweite. Ich habe 13 Minuten gespielt. Ich hatte, glaube ich, noch nicht einen Ballkontakt, da stand schon 2-1. Okay, aber dann haben wir, ja, ich denke, das in der ersten Halbzeit richtig gut gemacht, den Ball laufen lassen. Zweite Halbzeit wurde es dann mit zunehmendem Druck der 60er ein bisschen schwimmrig manchmal hinten, aber ja, im Endeffekt, er hat uns dann dieser entscheidende Konter dann irgendwo geholfen und Audi ist eiskalt geblieben und hat das Ding verwandelt. Ja gut, wie gesagt, eine Saison ist lang, das kann uns immer wieder einholen. Wichtig ist, dass wir uns weiterentwickeln und ich glaube, dass die Mannschaft jetzt auch in den letzten Wochen an sich einen Schritt nach vorne gemacht hat, weil das ist alles, was wir anstreben, gewisse Stabilität und da hilft so ein Sieg wie hier in München natürlich weiter. Aber nächste Woche wissen wir selber schon wieder, was auf dem Programm steht und ich denke, dass der Blick dann da auch hingerichtet sein muss. Wir wollen zu Hause jedes Spiel gewinnen, jetzt ist es wieder ein Derby, das nächste. Wir wollen besser spielen als beim letzten Derby, aber wichtig ist natürlich, dass wir die drei Punkte holen und gerade zu Hause, ich brauche nur nichts zu den Fans sagen, das war wieder phänomenal heute, also grandios und deswegen freue ich mich sowieso schon jetzt, dass ich nächste Woche das wieder zu Hause erleben darf. Ja, ich kann es nicht beziffern, die Anzahl der Fans, aber das ist ja jetzt schon, ich erlebe es das dritte Mal jetzt schon hier mit Dynamo und das ist sensationell und man hat ja jetzt auch gesehen, was das bewirken kann. Ja, aber ich bin Stürmer, ich brauche das. So, ich muss nicht haben meinen Kopf down, ja. Ja, so, ja, und jetzt, ich habe mehr Vertrauen, ich bin fit, wir spielen besser. So, das ist viel Element für machen
gutes Spiel. Mika, herzlichen Glückwunsch, hat Spaß gemacht. Danke. Okay, bitte. Danke. Merci. Danke. Merci. Danke.